In einem von meinen vergangenen Projekten habe ich das hier gebaut. Das war ein Wäscheschrank für meine Wohnung und da ist so einiges schiefgegangen. Kleiner Spoiler am Anfang, es gibt auch dieses Mal ein Riesenproblem mit meiner Flachdübelfräse, aber es gibt hier eine einfache Lösung, die ich dir in dem Video zeigen werde. Es geht hier um diese Makita-Flachdübelfräse, die auch viele von euch bestimmt haben. Bleibt deswegen unbedingt am Video dran, da werde ich dir nämlich zeigen, was man da tun kann, damit die ganz genau wird. Seitdem habe ich neues Equipment hier in der Werkstatt und ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt. Und deswegen werde ich dich heute wieder auf dem Weg mitnehmen, wie ich mir sowas baue. Diesmal wird dieses Möbel technisch aber ein bisschen anders aufgestellt sein, was ich dir im Verlauf des Videos zeigen werde. Und darüber hinaus wirst du ganz, ganz viele tolle bearbeitenden Prozesse für dieses Möbel, damit das halt eben entstehen kann, sehen. Begleite mich also gerne auf dem Weg, wie ich das Ganze baue. Jetzt geht es wie immer mit dem Massivholz. Zunächst mal los. Weil ich erst vor ein paar Wochen relativ viel Buchenholz gekauft habe als 27 mm Blockware, habe ich mich heute dazu entschieden, das komplette Projekt aus Buchenmassivholz zu bauen. Hier und da haben sich noch ein paar Reststücke angesammelt, weswegen du hier auch ein paar kürzere Bohlen siehst, die ich dann heute auch mal verarbeiten werde. Ihr möchtet auch ein Projekt aus Massivholz herstellen, möchtet hierbei ein bisschen weniger Geld ausgeben, dann kann ich euch Buchen und Echenholz wirklich sehr, sehr empfehlen, denn das ist im Vergleich zu Eichenholz, was man öfters ja auch mal in Projekten sieht, relativ günstig. Dazu habe ich mal ein eigenes Video gemacht und habe euch auch wirklich gezeigt, was dieses Holz gekostet hat und das verlinke ich euch mal oben rechts im Eck. Das ganze Massivholz ist jetzt zugeschnitten und gleich werde ich euch noch ein paar Tipps geben, wie ihr das Ganze zu Hause auch bei euch anwenden könnt, um möglichst einfach vor allen Dingen das ganze Massivholz direkt zu Beginn des Projekts zuzuschneiden. An dieser Stelle möchte ich mich aber noch bei Cevdes bedanken, denn Cevdes ist der Unterstützer von dem heutigen Projekt. Wenn du dich dazu entscheidest, dich selbstständig zu machen, dann wirst du auf jeden Fall ein Buchhaltungsprogramm brauchen und da ist Cevdes halt eben der passende Ansprechpartner für dich, denn Cevdes bietet alles, was du halt eben benötigst, um mit deinem Unternehmen zu starten oder deine Idee der Selbstständigkeit verwirklichen zu können. Wenn du etwas kaufst, dann wirst du einen Beleg bekommen und wenn du an einem größeren Projekt arbeitest, wirst du ganz viele Belege bekommen und zum Glück hat Cevdes hier eine intelligente Belegerfassung, damit du halt eben diese ganzen Belege ganz einfach und vor allen Dingen auch schnell in deine Buchhaltungssoftware Cevdes reinbekommst. Mit der Cevdes-App kannst du diese Belege zum Beispiel scannen und Cevdes tut halt eben für dich den Rest. Und dadurch, dass das Ganze cloudbasiert ist, kannst du das von überall aus tun. Das bedeutet, hast du vielleicht einen Laptop, dann kannst du dich online einfach in das Programm einwählen und kannst von dort aus arbeiten. Hast du einen stationären Computer zu Hause, so wie es bei mir der Fall ist, so kann ich mich auch dort anmelden und ganz einfach in dem Rechnungsprogramm auch Kunden oder Rechnungen anlegen. Denn auch das muss ein gutes Buchhaltungsprogramm natürlich auch bieten können und das ist auch hier der Fall. Selbstständige aus so über 100 Branchen vertrauen bereits auf Cevdes und wenn ich jetzt dein Interesse geweckt habe, dann schau unbedingt unten in die Videobeschreibung. Dort findest du einen Rabatt und natürlich auch weitere Informationen. Ein Riesendank geht an die Firma Cevdes raus, nicht nur wegen der heutigen Zusammenarbeit, sondern auch einfach wegen dem richtig guten Buchhaltungsprogramm, was ich auch schließlich schon seit ein paar Jahren vor der heutigen Zusammenarbeit auch schon benutzt habe. Und natürlich geht auch ein Riesendank an dich, meinen Zuschauer, raus. Und jetzt geht's hier mit diesem Holzstapel weiter. Der Übersicht halber habe ich einmal alles gezeichnet und habe alles auf Länge zugeschnitten. Und dieser Stapel repräsentiert jedes Teil, was ich jetzt einmal besäumen kann und anschließend halt eben hobeln kann. Ich habe die extra so verdreht, damit halt eben jeder in sich verdrehte Stapel eine Position auf meinem vorher erstellten Plan ergibt. Falls dich dieser Besäumschlitten interessiert, dann schau dir unbedingt oben rechts das Video an. Das ist nämlich ein wirklich praktischer Werkstatthelfer und vielleicht würde der dir auch eine Tauchsäge ersparen, denn in dem Video sage ich dir auch so ein bisschen, was der Vorteil und was der Nachteil von hier diesem Werkstatthelfer ist. Du siehst jetzt außerdem, dass ich von oben nach unten alle Teile einfach besäumen kann und einfach die Risse und die Fehler aus dem Holz rausschneiden kann. Außerdem markiere ich mir direkt hier an der Tischkreissäge, dass ich die Teile ungefähr auf die grobe Breite zuschneide. Hierbei achte ich immer darauf, dass ich auch immer ein bisschen Luft mit einplane. Das bedeutet, die Teile sind bei so einer Breite von 40 cm ungefähr 43 cm vor dem Hobeln breit. Gerade hast du gesehen, wie die Absauganlage eingeschaltet worden ist. Wenn dich das Thema interessiert, abonniere unbedingt den Kanal, denn erst gestern habe ich eine neue Absauganlage aufgebaut. Mehr Informationen dazu werdet ihr dann in dem eigenen Video finden. Das habe ich ja ein bisschen spezieller angeteasert in einem vergangenen Video. Aber wie gesagt, weitere Informationen findet ihr dann in dem separaten Video. Abonniere doch deswegen unbedingt den Kanal, damit du das auch nicht verpasst. Ich habe hier an der Stelle mal so ein Mini-Quiz, an dem du gerne dran teilnehmen kannst, wenn du das Ganze weißt. Wenn du das Ganze nicht weißt, schau unbedingt in die Kommentare, denn dann werden es wahrscheinlich andere bereits dorthin geschrieben haben. Und zwar geht es mir in dem Fall um die Messerwellenabdeckung der Hobelmaschine.
Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, wenn du weißt, was hier falsch eingestellt ist. Ich werde jetzt mal nicht so viel dazu sagen. Vielleicht werde ich dazu mal in einem anderen Video was sagen. Deswegen schau doch gerne mal in die Kommentare oder schreib es in die Kommentare, wenn du weißt, was hier nicht ganz korrekt war. Hier seht ihr einige Markierungen auf der Stirnholzseite des Brettes. Die habe ich extra dorthin gemacht, weil ich jetzt alle Teile noch auf Dicke hobeln muss. Tatsächlich sind das auch alle Massivholzteile, die ich für das heutige Projekt benötige. Sehen zwar ein bisschen aus wie Hieroglyphen, aber die werden auch nach dem Hobeln noch an der Stirnholzseite stehen und später kann ich eben die Teile passend wieder zusammenräumen, damit ich immer genügend Material für das jeweilige Brett habe, was ich vorher ja im Grobzuschnitt schon mal zugeschnitten habe. Das ist mit einer der größten Vorteile, wie ich finde, gerade bei Massivholz, wenn man das Ganze einmal vorher plant. Normalerweise hat dieser Arbeitsschritt vorher viel, viel länger gedauert, weil ich immer mal hier wieder was zuschneiden musste und etwas nochmal neu abrichten musste. Das war ganz schön viel Arbeit. Das ganze Holz ist jetzt aber schon mal gehobelt. Ne, noch nicht alles, da fehlt noch ein kleiner Haufen. Das mache ich hinter der Kamera. Die ganzen Bretter für die Seitenteile, die Zwischenböden, die Deck- und Fußplatten, das ist das hier alles. Also ganz schön viel Holz, das ist jetzt aber alles schon fertig gehobelt. Und das bedeutet, das kann ich jetzt alles schon mal zusammenleimen. Und dafür sind halt eben hier diese ganzen Markierungen. In meinem Zeichenprogramm habe ich für jedes Brett zum Beispiel eine Bezeichnung A, B oder C. Und danach kann ich diese ganzen Teile jetzt wieder zusammenfügen. Also merkt euch, macht eure Markierung nicht auf dem Holz, sondern an dem Stirnholz. Dann könnt ihr auch nach dem Hobel natürlich noch erkennen, ohne dass ihr alle Teile mal rumdrehen müsst, welches Brett zu welchem Bauteil halt eben gehört. Anschließend habe ich erstmal wieder alle Teile gesammelt und überprüft, ob diese noch vollständig sind. Hier seht ihr halt eben jetzt viele verschiedene Stapel, die heißen zum Beispiel A, B, C oder D. Und manche Stapel habe ich dann noch mit einem Strich gekennzeichnet, um sie halt eben nochmal unterschiedlich in Anführungszeichen zu markieren. Danach konnte ich sie auch schon zusammenleimen. Hier benutze ich wie immer meine Rohrschraubzwingen und die funktionieren einfach richtig gut dafür. Die findet ihr auch als Link in der Videobeschreibung. Die werden von meinem Team direkt zu euch nach Hause gesendet und wenn ihr da noch Bedarf habt, schaut unbedingt in die Videobeschreibung. Von diesen Werkstattwagen, die ich hier immer in den ganzen Videos benutze, habe ich auch schon in meiner alten Werkstatt geträumt. Das war ein absoluter Traum, den ich hatte, Teile einfach durch die Werkstatt zu bewegen und deswegen habe ich auch tatsächlich so viele hier in meiner Werkstatt. Denn so konnte ich jetzt hier diesen ganzen Stapel einfach zu meinem Langbandschleifer fahren, um diese anschließend grob zu schleifen. Dieser Arbeitswagen ist ja ein bisschen größer und so kann ich halt eben die fertig geschliffenen Teile neben die grob geschliffenen Teile legen. So ein bisschen Ordnung während dem Projekt kann natürlich nicht schaden, weswegen ich hier diese ganzen Abschnitte vom Besäumen immer ganz gerne an meiner Bandsäge ablänge, damit die halt eben nicht mehr meine ganzen Restholzeimer in Beschlag nehmen. Schön an der Bandsäge ist vor allen Dingen, dass man hier auch mehrere kleine Teile auf einmal schneiden kann, ohne dass man hier eine große Gefahr eingeht. Leute, ich bin richtig, richtig happy, wie hier diese ganzen Bretter geworden sind. Ich zeige es euch mal ein bisschen genauer. Das ist das Leimholz, was wir jetzt gleich weiterverarbeiten können und ich bin richtig happy, wie das Ganze geworden ist. Tolle Optik, schön gleichmäßig, die Leimfugen kann man nicht erkennen. Und unterm Strich einfach ein schönes Ausgangsmaterial für ein schönes Projekt. Die Teile hier werden wir jetzt erstmal links liegen lassen, so schlimm wie es sich auch anhört. Aber das hier sind zum Teil die Einlegeböden, die muss ich sowieso anpassen. Und auch vorne die beiden Fronten, die später auch noch mit Topfbändern festgemacht werden, die werden wir auch später erst fertig machen. Apropos Topfbänder, ich habe heute 3 Stunden an meiner Systembohrmaschine rumgefeilt, damit ich das auch endlich mal hinbekomme. Aber dazu gibt es dann gleich mehr Informationen. Im Prinzip haben wir ja jetzt nur in Anführungszeichen Plattenwerkstoff hergestellt. Diesen können wir jetzt fertig auf die Maße zuschneiden, das heißt auf die fertige Breite und auf die fertige Länge. Diese ganzen Schnittkanten schleife ich anschließend an meinem Kantenschleifer und das würde ich so nicht mehr direkt tun, denn hier gab es später ein paar Ungenauigkeiten, weswegen der Arbeitsschritt hier ein bisschen fehl am Platz war. Jetzt bist du nochmal gefragt, wie gefallen dir denn die Videos, bei denen ich dir im Voiceover ein paar Informationen zu den einzelnen Bauschritten gebe? Schreib mir das bitte, bitte in die Kommentare, damit ich weiß, ob dir das so gefällt. Und wenn es hier noch irgendwelche Anpassungsvorschläge gibt, schreib die auch sehr gerne in die Kommentare. Ich lese jeden Kommentar ausnahmslos. In dieses Möbel soll eine Rückwand eingelassen werden. Das habe ich ja bei dem am Anfang gezeigten Projekt so nicht gemacht. Und weil ich hier diesen Frästisch noch gar nicht mal so lange habe, habe ich mich auch relativ schnell dazu entschieden, heute das Ganze an dieser Fräsmaschine direkt auch umzusetzen. Das ist eine sehr, sehr tolle Maschine, worüber es auch schon ein eigenes Video gibt. Ich werde mal schauen, dass ich dir das auch hier oben rechts im Eck verlinke.
Ich habe dieses Mal, weil ich noch keine funktionierende Absauganlage für diese Maschine habe, den Anschlag auch bewusst ein bisschen über den Tisch eingestellt, damit halt eben die Späne unter dem Anschlag weggeblasen werden können. Und generell wäre das auch nicht verkehrt, wenn man das mit einer Absauganlage, die halt eben funktioniert, tun würde. So, das war damals bei dem Projekt, was ich am Anfang angesprochen habe, der Punkt, wo ich komplett ausgerastet bin. Es hat gar nicht gut funktioniert mit dieser billigen Flachdübelfräse. Jetzt schaue ich mal, ob es funktioniert hat, so wie ich mir das vorgestellt habe. Der Korpus ist zusammengestellt, aber zwei Dinge passen so gar nicht. Zuallererst haben wir hier einen großen Versatz. Das ist kein großes Problem, das kann ich gleich nochmal bündig schneiden. Aber das viel größere Problem ist mal wieder die Flachdübelfräse. Wir haben hier unten einen großen Versatz und hier oben haben wir einen noch größeren Versatz. Das darf so natürlich nicht bleiben. Und weil ich eine mega tolle Community habe, habe ich euch einfach mal auf Instagram gefragt, woran das liegen könnte. Und der Christopher hat mir eine Antwort gegeben, die ist einfach brillant. Und ich werde euch zeigen, woran es wahrscheinlich an der Flachdübelfräse gelegen hat, damit das bei dir hoffentlich nicht passiert. Ich benutze ja hier diese Makita Flachdübelfräse, die kabelgebundene, nicht die akkugebundene. Akkugebundene? Ja. Auf jeden Fall habe ich hier einfach die Höhe eingestellt und habe das Ganze festgezogen. Wobei, da gibt es eine wesentliche Sache zu beachten, damit das Ganze auch richtig eingespannt ist. Und ich hoffe, dass es das ist. Das probieren wir jetzt aus und ich zeige euch, was ich meine. Hiermit kann man ja die Höhe vom Anschlag verstellen und hiermit kann man die ausgewählte Höhe arretieren. Nur, wenn man da mal genauer drauf achtet, kann man die auch falsch arretieren, denn das Ganze hat natürlich so ein bisschen Spiel. Und wenn man da nicht drauf achtet und vielleicht den Hebel nach oben drückt, dann drückt man diese ganze Auflageplatte entweder nach oben oder nach unten. Also drücke ich das Ganze jetzt zur Seite und spanne es dann fest, damit das Ganze auch hoffentlich parallel gespannt ist. Wahrscheinlich habe ich heute einfach mal das Ganze aus Unachtsamkeit schief fest gespannt. Wahrscheinlich wird es darin liegen. Also ich fasse zusammen. Wir hatten jetzt hier zwei Probleme. Das war zum einen die Verbindung der einzelnen Regalteile und danach waren diese Regalteile ja nicht mehr gleich breit. Deswegen habe ich als erstes die ganzen Verbinder nachgefräst und anschließend habe ich alle Teile an der Tischkreissäge wieder auf ein einheitlich breites Maß geschnitten. Nachdem die Hecken ausgestemmt waren, ging es auch schon an die Systembohrmaschine. Dazu gibt es übrigens auch ein eigenes Video und da zeige ich dir halt eben auch ganz genau, wie die Maschine funktioniert und was die halt eben alles so macht. Gerade siehst du, wie ich hier die Lochreihe bohre. Da bohre ich immer mit vier Fräsern vier Löcher und drücke das Ganze dann zum nächsten Stopp. Das funktioniert wirklich unheimlich genau und vor allen Dingen funktioniert das unheimlich schnell. Hier gibt es jetzt auch wieder ein ganz, ganz wichtiges Detail. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich die ganzen Fräsungen nochmal nachgefräst habe, damit ich keine Versätze habe. Das bedeutet ja, dass diese ganzen Frässtellen größer sind als die Flachdübel. Aus dem Grund habe ich mich in diesem Fall für PU-Leim entschieden, weil der quillt ja auf und der wird das Ganze auch später stabil zusammenhalten, auch wenn es jetzt bei dem ein oder anderen Verbinder ein bisschen mehr Luft in der Verbindestelle gibt. Der Korpus ist somit fertig. Hier sehen wir auch schon vorne die beiden Türen und jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr spannenden Arbeitsschritt. Dafür werden wir auch wieder die Systembohrmaschine benutzen und diesen Arbeitsschritt habe ich vorher noch nie tatsächlich ausgeführt und zwar sind das Topfbänder. Ich habe noch nie Topfbänder verbaut und das ist für mich heute bei diesem Projekt die ganz, ganz große Challenge, wo ich hoffe, dass ich jetzt hier vorne die Türen nicht unnötig kaputt mache. Wir gehen jetzt mal gemeinsam durch das ganze Prozedere. Blaues Papier brauchen wir als erstes. Ich gehe mal was holen. Ich habe jetzt hier vier Topfbänder, die sind von der Marke Hettig und die sind richtig, richtig gut und auch sehr, sehr schön. Die haben dazu noch Soft Close, das bedeutet, dass die Klappe später, wie bei so einem Auszug, sanft schließt und das ist halt eben eine richtig tolle Sache. Die werden wir jetzt mal versuchen zu montieren. Ich habe tatsächlich vorher noch nie Topfbänder verbaut und das ist ja das Schöne an dieser Systembohrmaschine, mit der sollte das eigentlich ziemlich gut und wiederholgenau funktionieren. Und deswegen habe ich auch vorher ziemlich viel Zeit reingesteckt, um das einmal an einem Musterstück auszuprobieren. Du siehst, dass ich einmal das Band oder wie man das heißt, das habe ich erstmal eingeschraubt. Das kann man in die Lochreihe halt eben einfach einschrauben und anschließend habe ich mir die Mitteposition auf dem Kreppband markiert und anschließend ein 35er Loch gebohrt mit dem richtigen Abstand. Das war halt eben hier so ein bisschen die Tüfelarbeit, da musste ich ein bisschen schauen, dass das bei mir gut funktioniert und anschließend konnte ich das einfach an der Systembohrmaschine auch direkt bohren.
Hier ein kleiner Tipp, den habe ich vom ehemaligen Besitzer von der Systembohrmaschine bekommen. Wenn ihr hier diese Topfbänder seht, da könnt ihr einfach einen geraden Gegenstand, in dem Fall einen Zimmermannswinkel, an die Topfbänder halten und dann könnt ihr die ganz einfach ohne eine Markierung in Flucht miteinander verschrauben. Alles ist fertig geschliffen. Als nächstes kann ich das Finish draufpacken. Und da benutze ich mein eigenes Finish. Ich verlinke dir das auch mal unten in der Videobeschreibung. Das ist von mir. Schau doch sehr gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Ich verlinke euch natürlich das Finish in der Videobeschreibung. Das ist von mir und auch das wird von meinem Team direkt zu dir nach Hause gesendet. Hier siehst du, wie einfach es ist, diese ganzen Teile zu behandeln. Ich reibe einfach das Finish auf das Holz auf und mit dem beigelieferten Lappen, den auch du bekommen wirst, kann ich einfach den Überschuss ganz ratzfatz abreiben und kann danach auch schon alles zusammenbauen. Ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie happy ich war, als ich zum ersten Mal das Möbel fertig zusammengebaut habe. Und allein dieses Klicken beim Einrasten der Topfbänder, das ist wirklich Gold wert. Das ist eine richtig tolle Sache, wenn man weiß, dass man das alles selbst gebaut hat. Ich bin echt super zufrieden, wie das Ganze geworden ist und ich bin auch echt so ein klein bisschen stolz auf mich, weil ich weiß, wie verpfuscht teilweise das letzte Möbel war, was ich euch am Anfang des Videos ja auch gezeigt habe. Und dafür ist dieses hier umso schöner geworden. Die Lochreihen sind sehr, sehr gut geworden. Alles schließt auch tatsächlich ziemlich gut. Die linke Klappe hier musste ich eben ein klein bisschen nachstellen, aber auch das war natürlich kein Problem, denn genau dafür ist die Nachstellung ja auch einfach an den Scharnieren angebracht. Und generell bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich habe jetzt hier zwei Punkte, wo ich gelernt habe, was ich beim nächsten Mal ein bisschen anders machen werde. Und die werde ich euch natürlich auch kurz zeigen, damit ihr mit mir zusammen immer ein bisschen was lernen könnt. Und ja, das ist schön, wenn man dann an einem Projekt später sieht, okay, das sieht nicht verkehrt aus, aber man hat halt immer hier den einen oder anderen Punkt, den man dann weiß, okay, da muss ich das nächste Mal ein bisschen mehr drauf achten. Ich glaube, man nennt das autodidaktisches Lernen, oder? Schreibt es in die Kommentare. Punkt Nummer 1 und 2. Hier vorne die Klappe. Die schließt sehr schön, wobei es hier zwei Feinheiten gibt. Hier habe ich nicht richtig geschliffen, weswegen hier die Oberfläche ein bisschen rauer ist und ein bisschen ungleichmäßiger. Außerdem habe ich hier ein breites Stück eingeleimt und das hat sich leicht geworfen und deswegen ist jetzt hier ein minimaler Spalt, der jetzt halt eben ersichtlich ist. Da muss ich beim nächsten Mal ein bisschen besser drauf achten. Ich habe mir während dem Bau auch tatsächlich überlegt, hier 1, 2, 3 Gradleisten aus Metall, um noch genauer zu sein, aus L-Profilen reinzupacken. Wobei mich dann das hier oben nicht mehr so gestört hat, denn die Mehrarbeit wäre halt schon ein gutes Stück mehr gewesen. Und ich wäre nicht immer, ich wäre mir auch nicht genau sicher gewesen, ob diese L-Profile das hier gerade gezogen hätten. In Zukunft mache ich hier vorne die Blenden aus dünneren Streifen aus Leimholz, damit da halt eben eher weniger die Gefahr besteht, dass sich das wirft. Bei den Korpusteilen ist es hier in dem Fall, finde ich, nicht so entscheidend, weil man ja mit den Flachdübeln das Ganze, wenn es 3-4 mm krumm ist, gerade drücken kann. Das sind keine großen Spannungen, nur hier in dem Fall ist ja gar nichts, was das Ganze gerade behält. Deswegen wäre es hier halt wichtiger gewesen oder besser in dem Fall, sagen wir es mal so. Ihr habt ja gesehen, dass ich die Rückwand dieses Mal komplett eingelassen habe und den Falz hier nicht durchgefräst habe. Bei den Anpassungsarbeiten kam es dazu einen kleinen Unfall, will ich mal sagen, denn da unten ist leider ein kleines Stück rausgebrochen. Dazu kommen, dass ich die Multiplexplatten nicht hundertprozentig 90 Grad schneiden kann. Ich muss da immer so ein bisschen beischleifen, weswegen sich hier so eine leichte Fuge gebildet hat. Ist aber vollkommen okay. Das kann ich mit meinen Maschinen nicht so wirklich viel besser umsetzen. Hier gerade nochmal so eine Info zu dem Finish. Ihr seht ja, dass ich hier die ganze Zeit drauf rumpacke. Und das ist auch das Schöne am Finish, denn wenn man das einmal gut abreibt, dann kann man das eigentlich schon ziemlich gut benutzen. Solange man keine dreckigen Finger hat oder es wirklich intensiv benutzt, kann man das so nämlich dann direkt ins Auto packen und halt mit in die Wohnung holen. Das ist halt so ein schöner Vorteil, weil es halt auch später nicht ausdünstet oder es halt irgendwie noch ölig ist, weil das Öl einziehen muss. Die Wachsschicht und das Öl, das ist jetzt eingerieben, das ist jetzt so vollkommen okay, dass man es auch schon in Anführungszeichen benutzen kann. Deswegen benutze ich mein Finish auch ganz gerne, denn jedes Mal, wenn ich so ein Projekt hier fertig abgedreht habe, dann behandle ich das Ganze und ich nehme es direkt mit in die Wohnung und da muss es halt eben direkt funktionieren. Das ist so die feine Eigenheit. Das soll es für heute gewesen sein. Ein ganz, ganz tolles Projekt. Ich bin schon so ein bisschen stolz auf mich, vor allen Dingen wegen den Topfbändern, dass es jetzt doch einfach auch nur funktioniert hat. Es war zwar sehr viel ausprobieren, bis ich die Maschine richtig eingestellt habe, aber unterm Strich würde ich sagen, wie gekauft. Das ist eigentlich in den meisten Fällen nicht verkehrt. Ich verlinke euch jetzt hier noch zwei weitere Videos. Vielen lieben Dank, dass ihr so lange am Video dran gewesen seid. Freut mich wie immer sehr. Und ja, abonniert gerne den Kanal. Nächste Woche gibt es noch ein paar Videos. Und dann geht es mit ein paar anderen Projekten weiter. Und vielleicht auch bald schon mit der Absauganlage. Einen ganz tollen Tag wünsche ich euch. Tschüss.